Herzlich willkommen Leute zu meinem neuesten YouTube-Video von mir. Endlich kommt wieder mal ein neuesten Video von mir. Und heute geht es darum, Juventus Turin gegen Sampdoria, 12.30 Uhr Anstoß. Und lasst schon mal ein Like da und ein Abo da. Falls ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, abonniert jetzt. Da kommt immer neue Benachrichtigungen, wann kommt neueste Video. Und wann nicht. Und ja Leute, ich würde mal sagen, Juventus Turin, zwei Unentschieden, zwei Niederlage. Und jetzt kommt das drauf an, letzten Spiel habe ich sie gewonnen mit 3-2 gegen Spezia. Und endlich habe ich sie mal den ersten Sieg geholt, Meisterschaft. Und jetzt auch wieder mal, Juventus Turin probiert es in den ersten Hälfte zum Führung gehen. Aber dann kommt der erste Angriff von Juventus Turin in der 10. Minute. Paulo Dybala wirft Juventus Turin in Führung in der 10. Minute. Und Juventus Turin ist in Führung. Juventus Turin muss jetzt besser ins Spiel rankommen, damit sie nicht das Gegentor machen. Und ja. Und dann kommt das 2-0 von Leonardo Bonucci, 43. Minute, Juventus Turin 2-0 in Führung und 2-0 in Rückstand für Sampdoria. Und dann habe ich gemeint, gewinnt Juventus Turin zum zweiten Mal hintereinander. Das habe ich dann gesagt, ich sage es lieber nicht dazu. Und was kommt? Da kommt das 2-1, Yoshida, dann 44 Minuten, vor 1 Minute, da kommt das 2-1. Ja, und dann kommt das, Juventus Turin ist in der ersten Halbzeit 2-1 in vorne. Und ich habe mich darüber gefreut. Und Juventus Turin ist einfach das Problem. Sie bekommen mega viele Gegentore und sie müssen das besser machen. Sie brauchen eine neue Innenverteidigung und ein neues Mittelfeld. Das brauchen sie. Und da kommt das 3-1 für Locatelli, 57. Minute. Das erste Debüt-Goal für ein Mittelfeld. Finde ich schon stark. Der Weltmeister trifft Juventus Turin und auch, also Bonucci und Locatelli treffen bei Juventus Turin. Die zwei Weltmeister treffen bei Juventus Turin mit 3-1. Und dann kommt das 3-2 und dann habe ich gesagt, oh nein, bitte, es kommt nicht wieder unentschieden. Dann kommt es, dann ist es gefährlich, das 3-2. Und dann hatte Juventus Turin Glück gehabt, dass sie nicht unentschieden gemacht hat. Und ja Leute, das war's mit diesem Video. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bis am Samstag. Juventus Turin gegen FC Turin. Das Derby vom Serie A. Und Link in Beschreibung ist mein Insta-Name. Da könnt ihr mir gerne folgen auf Insta. Und ja, endlich kommt wieder mal ein neues YouTube-Video. Zwei Wochen. Nichts mehr hochgeladen. Und jetzt kommt wieder mal ein neues YouTube-Video. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen, bequemen Sonntag. Und bis zum nächsten Mal. Hau rein.